Herzlich willkommen zum Podcast Agrarseins Wissen kompakt der HPLF Aaron bei Gumpenstein. Der Klimawandel bewirkt Veränderungen in der Temperatur und auch bei den Niederschlägen. Die Winter werden milder, die Temperaturen steigen, die Niederschläge sind ungünstiger verteilt und es wird insgesamt etwas trockener. Dies verändert die Vegetationsperiode und wir beobachten auch einen Anstieg der Waldgrenze. Aber wir können Veränderungen auch bei Parasiten feststellen, wie beispielsweise bei Magen-Darm-Würmern, Leberegel und Lungenwürmern, die Schafe und Ziegen und auch Jungrinder belasten können. Worauf zukünftig zu achten ist, darüber spreche ich heute mit Diplom-Ingenieur Dr. Leopold Bozatzky. Lieber Leopold, du beschäftigst dich in deiner Abteilung am Bio-Institut der HPLF Aaron bei Gumpenstein mit tierärztlichen Fragestellungen und du bist unser Parasitenspezialist. Herzlich willkommen bei uns im Podcast. Danke, gerne. Jetzt habe ich vorher Diplom-Ingenieur Leopold Bozatzky gesagt, das bist du nicht, du bist unser Doktor, du bist ein ausgebildeter Tierarzt und forscht schon seit Jahren zu den Parasiten. Genau, ja, seit 15 Jahren. Eigentlich. Du, Leopold, Magen-Darm-Würmer, Leberegel machen große Schäden. Warum ist da die Witterung doch ein wichtiges Thema? Die Parasiten haben einen Entwicklungszyklus. Ja, vom Ei entwickelt sich Larven, entwickelt sich die infektionsfähige Larve und das braucht Wärme und Feuchtigkeit. Okay. Und das kann man auch beobachten, wenn man so epidemiologische Untersuchungen macht. Diese Regengüsse im Sommer, die fördern richtig die Entwicklung. Das ist so wie mit den Gößen auch, oder? Genau. Richtig. Okay. Mhm. Die Gößen haben natürlich dann die Pfützen, ja. Aber die haben die Feuchtigkeit, die Parasiten. Und wenn es 25 Grad hat, sind in einer Woche, ja, aber ist das Ei. Jetzt verstehe ich was dabei vielleicht nicht richtig. Die Parasiten, wir reden von Endoparasiten, die sind ja im Tier drinnen. Und warum ist der Regen dann so wichtig? Das verstehe ich nicht, Leopold. Vom Ei entwickelt sich es bis zur infektionsfähigen Larve, die am Gras sitzt und die wird gefressen. Und wenn sie gefressen wird, kommt sie in den Labmagen, Dünndarm, je nach Parasiten. Dort machen es dann die Schäden. Und dort werden sie zur Viertlarve. Mhm. Da reden wir jetzt von Lungenwürmer oder von Magen-Darm-Würmer hauptsächlich. Magen-Darm-Würmer. Und dann wird es zum Adulten, zum erwachsenen Wurm und der saugt sich dann fest, saugt Blut oder Nahrungsbrei oder Gewebereste und die machen dann die Schäden. Beim Tier. Beim und Tier dieses adulte Schäden. Tier scheidet dann wieder Eier aus. Genau. Die scheiden dann die Eier aus und dann ist der Entwicklungszyklus geschlossen. Und Wärme und Feuchtigkeit fördern heraus, also außerhalb des Tieres, auf der Weide, die Entwicklung. Wie ist im Winter? Im Winter ruht das. Heraus und drinnen auch? Im Tier teilweise auch. Okay. Ja, also das Tier will keine Eier produzieren im Winter, weil es eh keinen Sinn macht, so auf die Art, ja, Eier auszuscheiden? Also ich finde, es ist nicht so schwarz-weiß. Okay, so es wird schon produziert, es wird weniger produziert. Das Leben ist bunt und sehr divers. Es wird produziert, aber weniger. Okay. Beziehungsweise diese Viertlarven, also wenn die infektionsfähige Larve gefressen wird, häutet sich die noch einmal im Labmagen, wird zur Viertlarve. Und diese hypobiotischen Stadien sind dann hypobiotische Stadien im Winter. Die ruhen einfach. Hypobiotisch, kann man das übersetzen? Hypobiotisch. Hypo heißt weniger, nein. Hypo ist unter und biotisch ist das Leben. Die ruhen einfach. Weniger Lebensstadien. Weniger Leben. Die ruhen drin und warten, bis es wärmer wird oder bis die Geburt kommt. Da werden sie auch aktiv. Die Geburt des Tieres. Des Tieres, ja. Okay. Mhm. Wenn das Schaf oder die Ziege zum Ablammen kommt, dann wären diese Larven aktiv. Weil's wissen überhaupt jetzt die Parasiten auch. Ja, da ist die Abwehr etwas geschwächt und dann produzieren die Eier. Auch wenn es wärmer wird im Frühjahr, werden sie auch aktiv. Mhm. Obwohl das Tier eigentlich immer 37, 38 Grad hat oder drinnen im Pansen hat es 40 Grad. Ja, aber von außen die Einflüsse spielen da trotzdem mit. Auf der Weide, sie frieren nicht sofort ab. Früher war eine schöne Schneedecke da. Im Winter? Im Winter, also Schnee isoliert, da friert es im Boden nicht. Ja, wenn es minus 20 Grad für einen Monat hat, dann friert es auch rein. Da geht schon ein Großteil kaputt. Aber so wie die letzten, also ich kann mich erinnern, seit meiner Matura sind die Winter immer milder geworden. Mhm. Und so wie der letzte Winter war,
da hat es eigentlich nie wirklich gefroren. Und das heißt, nichts Gutes. Sie sind unser für uns. Für uns oder für die Tiere schlecht, für die Parasiten super. Mhm. Die werden konserviert. Sie leben auch nicht ewig, ja? Weil diese infektionsfähigen Larven von ihrer Körpersubstanz leben. Okay. Die Hülle, die sie haben, mhm. die auch für unsere Identifizierung der Parasitenart wichtig ist, mhm. die ist dicht, mhm. die können nichts fressen. Mhm. Die leben von ihrer Körpersubstanz. Und dann ist so, je wärmer es ist, desto aktiver ist der Stoffwechsel. Ja. Also jetzt gehen wir in die Tropen. Dort sind sie, wenn es 30 Grad Tag ein, Tag aus hat, sind die nach, jetzt sage ich mal, 6 Wochen tot. Weil sie die Energie verbraucht haben. Sofern sie nicht gefressen werden vorher, dann geht es weiter. Richtig, richtig. Mhm. Bei uns, unseren Klimaverhältnissen, da ist es trotzdem noch kühler und da leben sie schon länger. Wie lang, kann ich jetzt auch nicht sagen, weil ich keine Daten, da gibt es. Mir sind keine Daten bekannt. Aber das heißt, wir reden ja über Klimawandel und Anpassung. Durch den Klimawandel werden die Winter tendenziell milder. Ja. Und es wird über den... wir haben Starkregenereignisse und dann haben wir wieder trockene Perioden. Ja. Trockene Perioden sind ja eigentlich nicht so super für Parasiten an sich, oder? An sich, aber die Parasiten sind zäh. Mhm. Ja, ich kann nur sagen, wir bebrüten ja die Eier, weil die kannst nicht unterscheiden, welcher Parasit das dann ist. Und die Larven, diese infektionsfähigen Larven, kannst du unterscheiden. Das heißt, du bebrütest sie in der Forschung und schaust es dann an? 25 Grad und nach 10 Tagen schauen wir, was für Larven haben wir da. Das war nur ein Fauxpas, der uns passiert ist, weil da haben wir eine Probe übersehen. Und nach 4 Monaten im Brutschrank, die war staubtrocken, ja, 25 Grad, 4 Monate, und die haben wir dann mit Wasser aufgefüllt. Da haben wir gesagt, wird nichts mehr leben. Oh Wunder, die haben gelebt. Also ich will jetzt nicht sagen, nur weil es warm ist und vielleicht trockener wird, dass sie dann verhungern oder vertrocknen. So schnell passiert das nicht. Die halten viel aus. Mhm. Wir sind noch nicht in tropischen Temperaturen. Und man darf nicht vergessen, sie wandern, sie regulieren sich ein bisschen am Gras. Wenn es feucht ist, wandern sie rauf. Wenn es trocken wird, wandern sie runter bis ins Erdreich hinein. Mhm. Das sind die Möglichkeiten, die diese Larven haben, um das heißt, zu überleben. Je trockener das ist, desto eher sind die Parasiten eher am Boden unten. Und bei Feuchtigkeit ist das Weiden am schwierigsten, ja, oder? Ja, am herausforderndsten für Jungtiere, weil da nehmen sie dann... Da nehmen sie viel auf. Ja. Da nehmen sie viel mhm. auf und... Wieso UV-Licht für... UV ist für prinzipiell für schlecht, ja. Mhm. Also kann also reduzieren helfen, also für uns günstig. Kann die Larvenanzahl reduzieren. Ich denke jetzt ein bisschen an die Kurzrasenweide. Die Kurzrasenweide ist so gesehen sicher vom Vorteil. Aber? Man darf sich auch nicht zu viel erhoffen. Mhm. Das darf man auch nicht. Weil sonst, du weißt selbst aus den Erfahrungen, Kurzrasenweide ja, bei der Milchkuh geht es gut, bei den Jungtieren ist es auch problematisch. Ja, ja. Das heißt, es sind die Parasiten da und es werden durch die UV-Bestrahlung nicht so viel hin, weil der Grashalm wendet sich nicht so, dass er sagt, da ist ein Parasit und der geht mit der Sonne mit. Mhm. Du hast genug Schatten. Immer irgendwo. Ja. Du bist auch viel auf den Almen unterwegs, oder? Mhm. Was heißt es dort jetzt, wenn es milder wird, wenn die Waldgrenze nach oben wandert? Wie schaut es bei den Parasiten aus? Also prinzipiell, nachdem es wärmer wird, vielleicht weniger regnet oder anders verteilt regnet, ob es in Summe übers Jahr weniger ist, weiß ich nicht. Ich bin kein Klimaforscher jetzt, ja. Aber diese Wolkenbrüche sind da oder Regenperioden und früher war es kühler, da hat es auf den Almen schon einen Leberegel gegeben, wenn wir jetzt auf den Leberegel gehen. Ja. Aber die Entwicklung hat einfach 2 bis 3 Jahre gedauert. Bis der in die Das infektionsfähige Stadium, das vierte vom Ei. Stadium. Naja, das ist beim Leberegel ein bisschen anders, weil da haben wir einen Zwischenwirt, eine Schnecke. Und das ist alles so verlangsamt und dann dauert das 2 Jahre oder hat 2 Jahre gedauert. Jetzt mit den Temperaturerhöhungen geht das schneller. Okay. Das heißt, da kann sein, dass in einem Jahr von der Eiausscheidung, von der Kuh, vom Schaf, wie auch immer, bis
zu diesem infektionsfähigen Stadium, das ein Jahr reicht. Ja. Vielleicht beschreibst du uns den Leberegel vom Entwicklungszyklus mal. Das ist sehr spannend mit der Schnecke. Und da werden Eier ausgeschieden. Ja. Aus dem Ei, also wenn das dann ausgewaschen wird, das muss im Wasser, im Kotfladen entwickelt sich das Ei nicht. Das muss wirklich im reinen Wasser sein. Entwickelt sich das, diese Wimpernlarve heißt das. Und die suchen die Zwergschlammschnecke. Okay. Ja. Nur diese Zwergschlammschnecke ist eigentlich dazwischenwirt. Keine Weinbergschnecke, keine spanische Nacktschnecke. Okay. Diese Zwergschlammschnecke ist in eher feuchten Wiesenbereichen zu Hause. Überall bei uns, oder? Kann man sich fast nicht schützen davor, oder? Ja, außer trockengelegte Flächen. Ja, ja, wenn es wirklich trocken ist. Sie hat keine reißenden Gewässer gern. Langsam abfließende Pfützen, das ist das Ideale. Und wenn es trocken ist, kann die Schnecke, das haben viele wahrscheinlich schon beobachtet, wenn du in der Natur gehst, siehst du, wenn es trocken ist, Schnecken, die verdeckelt sind, die ihr Gehäuse zumachen. Das macht die Zwergschlammschnecke auch, grabt sich ein bisschen in die Erde ein und wartet auf den nächsten Regenguss. Gut, und dann, wie kommt die Wimpernlarve jetzt da rein? Die haben irgendwelche Sensoren, die spüren, wo die Schnecke ist und dort schwimmen sie hin. Das muss innerhalb von ein paar Stunden passieren. Ja? Und wenn sie dann bohren sie sich in die Schnecke ein und in der Schnecke entwickeln sich dann Rädien. Das heißt so, ich weiß jetzt gar keinen deutschen Ausdruck, aber Rädien. Aber aus einem Ei können da bis zu 100 Rädien sich entwickeln. Also in der Zwergschlammschnecke entwickelt sich, potenziert sich, vervielfältigt sich dieses Stadium. Und die verlassen dann die Schnecke. Die Schnecke stirbt? Nein, der Schnecke macht das gar nichts. Also wenn es zu viel ist, wird es wahrscheinlich auch einmal einen negativen Effekt haben. Verlassen die Schnecke als Metazerkarien, das ist der Körper mit einem Schwanz, die waren dann auf den Grashalm rauf, der Schwanz wird abgeworfen und dann sind es als Zerkarien verlassen, sondern als Metazerkarie ist sie dann, wenn sie den Schwanz abwirft und die ist infektiös. Okay. Wird gefressen von der Kuh, vom Schaf, von der Ziege, vom Wiederkäuer, bohrt sich durch den Darm, schwimmt kurz in der Bauchhöhle frei herum und bohrt sich in die Leber hinein und wandert in der Leber bis zu 6 Wochen herum, wo sie die enormen Schäden macht, weil das sind wirkliche Bohrlöcher, da haben sie einen Blutverlust, einen Lebergewebeverlust und setzt sich dann in einem Gallengang fest, wird erwachsen, juvenil, jung und erwachsen und produziert dann wieder die Eier. Und dann geht der dann ist der Kreislauf geschlossen. Und dann gibt es ja, es gibt ja den großen und den kleinen Lebeweg, da gibt es ja noch den Zwischenwirt. Der Kleine hat zwei, der hat noch Ameisen, der Zwischenwirt hat andere Schnecken und dann noch Ameisen. Also aber Wahnsinn. Der ist nicht so pathogen und nicht so gefährlich, der große Leberegel. Ja, das ist der, den wir... Der kostet Leistung, ist beim Rind eher eine chronische Erkrankung, die aber Leistung kostet. Okay, und jetzt drehen wir noch, kannst du mir den Zyklus bei den Magen-Darm-Würmern auch so grob erklären? So wie du es jetzt beim Leberegel gemacht hast? Also Magen-Darm-Würmer... Die Eier werden ausgeschieden, ja. Wenn es warm ist, 25 Grad... Wenn Luftfeuchtigkeit direkt brauchen kann, nach einer Woche, nach 10 Tagen, es ist aus dem Ei die Erstlarve, die häutet sich zur Zweitlarve, die häutet sich zur Drittlarve und die ist infektiös. Sitzt am Grashalm und wartet, dass es gefressen wird. Dann wird es im Magen-Darm-Trakt, also Labmagen, Dünndarm, Dickdarm, siedeln sie sich an, werden zur Viertlarve und dann nach einer kurzen Zeit dann zum Adulten. Der Hämonychus gefürchtet bei Schaf und Ziege, weil er im Labmagen sitzt und Blut saugt. Okay. Nämlich nicht wenig. Und ja, es ist immer überall Mandel, Weiberl, die begatten sich und dann produzieren sie die Eier. Und Lungenwürmer, wie schaust du das? Lungenwürmer, ähnlich wie diese normalen Magen-Darmwürmer, also ohne Zwischenwirt ist der Entwicklungszyklus, nur da werden schon Larven ausgeschieden. Okay, drum sehr schnell dann wieder infektiös sind. Die sind sehr schnell infektiös, richtig. Ist aber wichtig für die Diagnosestellung. Also da sollte man wirklich einen Kot aus dem Rektum nehmen, weil wenn ich ihn vom Boden aufglaube, habe ich Erdnematoden dabei. Die schauen ähnlich aus. Sehr ähnlich aus und du musst schon gut eingeschaut sein, dass du das dann unterscheidest. Darum soll es wirklich frischer, rektaler Kot sein.
Für eine normale Magen-Darm-Untersuchung ist das nicht so heikel. Die Larven werden abgeschluckt. Und die bohren sich aber auch dann in die Darmschleimhaut und wandern über Lymphe, über Blutgefäße zur Lunge, wandern dort aus, siedeln sich in den Bronchien an. Dann fangen sie zum Husten an. Produzieren Eier, die abgehustet werden. Husten ja, weil was ist das Abwehrsystem der Schleimhäute? Schleim produzieren. Natürlich auch Abwehrzellen, aber viel Schleim produzieren. Und diese Lungenwürmer gibt es auch große und kleine. Aber wir reden auch da über die großen, weil die wirklich... Das sind heftige Erkrankungen, wenn's, vor allem wenn die Infektionszahlen größer sind, also wenn mehr und aufgenommen werden. Wo bei welchen dieser drei, jetzt haben wir Leber, Egel, Lungenwurm, wo kann man Resistenzen aufbauen bei Tieren? Reden wir jetzt von Rindern. Bleiben wir beim Rind. Das Rind ist prinzipiell beim Magen-Darmwurm und Lungenwurm sehr gut immunitätsbildend. Also Lungenwurm geht eigentlich gut. Das heißt, wenn ich im ersten Sommer diese Infektion habe, habe ich im nächsten Jahr im zweiten. Genau, die Herausforderung ist, die Infektion soll da sein, aber nicht zu groß sein. Das ist die Herausforderung, wie willst du das steuern? Das ist wirklich die Herausforderung. Natürlich kann man sagen, wenig Tiere auf viel Fläche. Ja, das ist auf einer Alm super, sozusagen super und gegeben. Wenn ich natürlich in den Kunstlagen wenig Fläche habe und viele Tiere drauf, dann ist es teilweise schwierig, da kommst du also... Da wirst du ohne Entwurmung nicht auskommen. Wobei, da muss man eben ein gutes Monitoring aufsetzen, sei es die Gewichtszunahmen beobachten oder Kotprobenuntersuchungen. Und wenn einfach die Eiausscheidung zu groß wird, in einem gewissen Rahmen korreliert die Eiausscheidung mit der Verwurmung. Beim Schaf und Ziege viel besser als beim Rind. Aber man hat auch beim Rind über die Jahre gesehen, es gibt gewisse Grenzen, zahlenmäßige Grenzen, wo ich sage, das ist schon viel fürs Rind. Und dann muss man was tun. Und dann sollte man was tun, weil dann wird einfach einerseits der Druck vom Tier genommen, aber auch andererseits verhindert, dass die Weidefläche, die ich da habe, zu sehr verseucht wird. Ich weiß ja von dir, dass du eigentlich bei diesen Antiparasitikern sehr, sehr restriktiv umgehst und auch den Bauern und Bäuerinnen empfiehlst, das richtige Wurmmittel zu verwenden, wenn es notwendig ist, die richtigen Tiere zu behandeln, nicht vielleicht immer alle. Das ist auch, ich sage, der Paradigmenwechsel auch in der Praxis, in der Wissenschaft, wobei in der Praxis ist es nicht immer so leicht durchzuführen. Stimmt, früher, das haben auch wir noch gelernt auf der Uni, alle entwurmen und auf eine frische Weide. Nachdem die Resistenzen vor allem in den letzten Jahren stark zunehmen, wenn ich jetzt entwurm und dann habe ich Resistente, die bleiben übrig, dann gehe ich auf die Weide und dort scheiden sie die Parasiteneier aus und das sind lauter resistente Parasiten. Erklärst du uns das bei den Ziegen einmal, dieses Resistenzproblem jetzt wirklich, weil das ist schon sehr spannend. Das Resistent, im Prinzip, es gibt Natur sehr wenige reagiert. Mittel, oder? Behandlungsmittel. Prinzipiell, die Natur reagiert, ja? Auf alles, was gemacht wird, versuchen die zu reagieren. Wenn das dann so, jetzt sage ich einmal, systemisch wird, weil wir entwurmen, weil wir haben sie draußen, die Parasiten sind immer da. Wir tun viel entwurmen, weil wir was Gutes tun wollen, unter Anführungszeichen. Fürs Tier tun wir was Gutes. Im Gesamtpaket kann man es fragen, ob es wirklich gut ist. Ja? Weil es bleiben ein paar Parasiten dann übrig, die gelernt haben. Das sind dann genetische Veranlagungen. Zufallsprodukte vielleicht sogar, die sie dann vermehren. Kann sein. Aber die haben dann das Potenzial, dass sie sagen, dieses Entwurmungsmittel tut mir nichts. Der Parasit überlebt, scheidet aus. Und wenn ich jetzt viel entwurm, dann bleiben noch Parasiten übrig und die sind resistent und die verseuchen dann die Weide. Und das ist so ein Kreislauf, wo der Infektionsdruck über diese Parasiten immer mehr wird. Okay. Und die anderen, ja, die sterben schon aus, aber ich habe dann nur mehr die Resistenten schlussendlich. Und dann ist die Frage, was mache ich? Wir haben ein Mittel gehabt, die Benzimidazole, das älteste Klasse, viel eingesetzt. Da haben wir, ich glaube, 80% Resistenz. Ziegen, bei Ziegen sind wir da jetzt. Beim kleinen Wiederkäuer, ich nehme Schafe und Ziegen. Dann gibt es noch ein paar andere Klassen, aber auch nicht so viel, dass ich sagen kann, ist wurscht, wir wechseln. Ja? Bei Ziegen ist das Problem, bis jetzt war es ja so, dass es kein zugelassenes Arzneimittel in Österreich gegeben hat. Jetzt ist ein Arzneimittel zugelassen für Ziegen. Das heißt, im Prinzip müssten wir das verwenden.
Ja, wenn was zugelassen ist, musst du einsetzen. Wenn du natürlich Resistenzprobleme hast, dann kann der Tierarzt umwidmen. Mhm. Dann muss man aber auch, müsste man Untersuchungen dazu machen. Okay, Resistenz, da sind Resistenzen da, dann darf ich was anderes einsetzen. Mhm. Dann ändern sich die Wartezeiten. Okay. Also da ist ein bisschen ein Verwaltungsschwanz, der einfach dazukommt. Das ist aber nicht nur in Österreich, das ist weltweit ein Phänomen, dass die Resistenzen doch stark zunehmen. Bei den Benzimidazolen kann man das schon genetisch untersuchen, da gibt es Tests. Bei den anderen Mitteln, wie diese makrozyklischen Laktone, wurscht jetzt ob erste, zweite, dritte Generation, gibt es das nicht. Das können wir nur über Eizahlreduktionstest machen. Mhm. Das heißt, da untersuche ich das Tier und entwurme gleich oder gibt das Entwurmungsmittel und zwei, nach neuesten Empfehlungen bis zu 3 Wochen später, untersuche ich noch einmal und kann dann feststellen, im Vergleich zu vorher, um wie viel Prozent ist die Eierscheidung zurückgegangen. Okay. Mhm. So, sollte 95% sein bei korrekter Dosierung. Ja. Wenn man jetzt die Nutztiere sich ein bisschen anschaut, also Ziege, Schaf, nennst du immer so an erster Stelle, und dann kommen erst die Rinder, weil sie weniger empfindlich sind, oder? Ja, weil ich auch mehr jetzt mit Schaf und Ziegen die letzten Jahre gemacht habe. Aber im Prinzip ist die Ziege am empfindlichsten. Mhm. Die hat die schlechte, sie hat eine gewisse Immunitätsbildung, aber es ist die schlechteste. Bei Weitem die schlechteste. Schaf ist besser und das Rind ist einfach am besten. Okay. Wenn man wirklich das gut managt, dass die erste Weidesaison beim Rind, dann ist die restlichen Weidesaisonen kein Problem mehr, sind kein Problem mehr. Ja. Ja. Aber es braucht immer einen Stimulus. Ja. Leopold, wir haben ja nicht nur Nutztiere, wir haben ja auch Wild zum Beispiel. Ja. Wie schaut es bei Parasiten im Wildbereich aus? Jetzt da durch, da bist du ja auch ein bisschen drinnen oder hast du schon was also im heurigen Jahr haben wir es gesehen und ich weiß über unseren Mitarbeiter, der Jäger ist, das ist ein Thema. Der Hämonchus, dieser gedrehte Labmagenwurm beim Reh, ist ein Thema. Das ist jetzt ein neuer, das ist ein Parasit, Labmagenwurm, der sitzt dann im Labmagen. Der sitzt im Labmagen und saugt Blut. Mhm. Und man hat halt errechnet, was weiß ich, 1000 Würmer saufen täglich 50 Milliliter Blut. Okay, das ist viel. Das sind zwar große Spritzen, ja, diese 20 Milliliter, die großen Spritzen. Das ist verdammt viel, für ein Schaf viel, für ein Reh viel, für eine Ziege viel. Verdammt viel und man weiß, jeder Schafbauer, es gibt dann Schafe auf einmal, die nicht mehr mitrennen mit der Herde, die da stehen, ein bisschen mehr schnaufen und keinen Schritt mehr gehen. Mhm. Und wenn du dann die Schleimhäute anschaust, wo wir beurteilen können, ob eine Blutarmut vorherrscht oder nicht, die sind porzellanweiß, wie das Papier. Das ist... Und das haben wir bei Wildtieren auch. Ja, was ich mitkriege über den Mitarbeiter, wo sie sagen, es sind viele Jagden, Bezirke, wo sie sagen, so viele Parasitenprobleme. Das kann auch Witterung sein, kann Klima sein, kann Zufall sein. Ich denke schon, Witterung, Klima, ja. Wir haben trotzdem gute Rehwildbestände. Ich will jetzt nicht sagen zu viel, das traue ich mir nicht zu beurteilen. Aber wir haben gute Bestände. Es wird natürlich in gewissen Produktionssparten vermehrt geweidet und wir haben ja keine wirklich so das ist ja nicht so abgeschlossen. Ja? Mhm. Und das Wild streicht ja drüber. Natürlich. So Querinfektionen, Wild auf. Wird mitspielen. Okay. Früher war es eigentlich kein Thema, aber wie man gesagt hat, das ist zu vernachlässigen. Ich glaube nicht mehr ganz. Okay. Ich kann dir jetzt nicht sicher sagen, es ist so, weil ich habe keine Untersuchungen dazu. Und beim Wild ist sicher, ist kommersiert bei den Fütterungen einfach. Mhm. Das ist sicher ein Hotspot, aber weißt du, das verteilt sich ja dann. Ja. Das verteilt sich. Neuweltkameliden sind auch relativ empfindlich, oder? Sind empfindlich, sind, aber da ist vor allem... Alpakas, Lamas. Sind natürlich, aber die sind wahnsinnig empfindlich auf den kleinen Leberegel. Mhm. Von dem haben wir noch gar nicht gesprochen, weil der ist beim landwirtschaftlichen Nutztier jetzt nicht das Thema. Und Alpaka ist halt ein bisschen, wird mehr. Also, wenn man es jetzt ein bisschen zusammenfasst, der Klimawandel macht auch etwas bei den Parasiten.
Ja. Würdest du insgesamt sagen, der Druck steigt aus deinem Gefühl heraus? Ja. Also wird sicher steigen, es wird sicher eine Herausforderung sein. Tipps für die Bäuerinnen und Bauern könnte man ableiten, im Auge behalten, an das Thema Parasiten denken. Unbedingt. Vor allem, wenn geweidet wird, unbedingt dran denken. Das heißt, man muss gut monitoren. Wurscht, was man jetzt, es gibt ja viele Werkzeuge, wie man das beurteilen kann, sei es von der Kotuntersuchung, sei es über die Schleimhautbeurteilung, sei es eine Gewichtszunahme bei Jungtieren, das wirklich nicht sagen, ja, alle zwei Monate schaue ich einmal drauf nach, das muss man... Die Zeit muss man sich nehmen. Die muss man sich nehmen und bei Jungtieren und wenn es dann so im Sommer ist, wöchentlich oder alle zwei Wochen spätestens. Oder ich mache einmal im Monat eine Kotprobenuntersuchung, schauen, wenn ich dann sehe, im nächsten Monat, boah, das steigt so an, dann muss ich mein Untersuchungsintervall reduzieren. Wie läuft so eine Kotprobenuntersuchung ab? Ich gehe hin, nehme aus dem Ich kann Sammelkotproben einmal nehmen, dass ich sehe, überhaupt, wo bin ich. Das geht aber jetzt nicht, haben wir gesagt, beim Lungenwurm, sondern das geht nur bei den Magen-Darm-Wurm. Genau. Okay, dann Lungenwurm. Wie soll ich das sagen? Lungenwurm bei Schaf und Ziege sehe ich nicht als das Thema, das ist eher beim Jungrind. Ja, kann man natürlich mal anschauen. Da ist ja schwierig, wo der Lungenwurm wird ja ausgehustet, oder? Nein, ausgehustet nicht. Die werden hochgehustet und abgeschluckt. Okay, und dann werden sie hinten ausgeschieden? Die Eier entwickeln sich und die Larven werden ausgeschieden. Okay, habe ich falsch verstanden. Mhm. Das Erste ist, wenn die im Juli, so in diesen zwei Übergangszeit dieser zwei Monate, wenn da auf der Weide Jungtiere zum Husten anfangen, dann ist Alarm. Mhm. Dann ist Alarm. Mhm. Da sind sie dann meistens ein, zwei Monate auf der Weide, je nach Region, ja. Das ist gefährlich. Und meine Erfahrungen sind, dass man mit der Kotprobenuntersuchung fast ein bisschen zu spät sind. Mhm. Das heißt, wenn sie husten, wir erkennen es zu spät. Ja, das. Mhm. Also wir haben das gesehen bei deinen Versuchen, bei den ersten, die wir gemacht haben. Ja, sie haben dann gehustet. Mhm. Sie haben wirklich gehustet und sie waren nicht schön. Natürlich waren auch Magen-Darm-Würmer dabei und wir haben auch Lungenwürmer gefunden. Aber die haben ja schon vorher gehustet. Ja. Mhm. Also wenn in dieser Zeit Tiere husten, kann man fast sicher sein, das sind Lungenwürmer. Mhm. Und es sind auch die Magen-Darm-Würmer dabei. Zur Sicherheit im Biobereich, zur Bestätigung brauche ich eine Untersuchung. Ja? Mhm. Und dann bestätigt sich das, dann kann ich entwurmen. Dann ist es auch gut zu entwurmen. Wenn der Lungenwurm so weit kommt, oder wenn er in die Lunge kommt, bildet sich die Immunität aus. Der braucht nicht so lange. Die Magen-Darm-Würmer brauchen länger. Die brauchen Monate. Dass die Auseinandersetzung ist, Wurm mit der Immunantwort. Ich nehme also eine Kotprobe. Ja. Und die verschicke ich dann, oder gibt es in dem Tierarzt mit? Oder entweder macht es der Bauer. Es gibt manche Bauern, die sich das Equipment und das Know-how zugelegt haben. Da kann man sich fortbilden. Natürlich. Okay. Also er macht selbst oder er gibt es dem Tierarzt. Manche Tierärzte machen das. Mhm. Oder es gibt vom Tiergesundheitsdienst die Labors, die das untersuchen. Oder es gibt kommerzielle Labors, wo man es hinschicken und kann. Und da schickt man es frisch? Frisch. Ne? Entweder bringt man es direkt hin oder man schickt es im Sommer. Gekühlt? Ja, im Sommer unbedingt einen Kühlakku dazu tun. Und ich sage nicht, mit der normalen Post, da muss man schon... Express? Ja, Express oder EMS oder was da gibt, das zumindest am nächsten Tag im Labor ist. Okay. Weil... Bei diesen Hitzen, da schlüpfen die Eier relativ schnell, die Larven. Und dann findest du nichts mehr. Du findest keine Eier mehr. Mhm. Du findest dann vielleicht, also so wie wir erzählen, wie wir das machen, findest du schon ab und zu eine Larve, aber dann weiß ich, da sind schon viele geschlüpft. Und die Larven findest du nicht eins zu eins in dieser Anzahl. Gut, dann kriege ich einen Befund und dann rede ich mit dem Tierarzt und mache eine Behandlungsstrategie dann, oder? Wenn es notwendig ist. Genau. Mhm. Ich meine, Behandlungsstrategien heißt, dass man schon ein bisschen mehr Erfahrung auch hat. Und dann weiß ich schon ungefähr, welche Parasiten habe ich, wann kommen sie, in welchen Höhenlagen bin ich, in welchen Klimabereichen bin ich, ist das schon im Ende Mai ein Problem oder erst im Juli ein Problem, welche Tierart habe ich.
Und dann kann man schauen, und wenn man so weit ist, auch mit dem Wissen, mit meinem Bestandswissen, kommt man schon hin, dass ich nicht mehr alle behandeln muss, weil dann sehe ich, das Tier ist schlecht, das ist nicht ganz in Ordnung. Zur Sicherheit kann ich da eine Kotprobe anschauen. Ich muss nicht immer alle anschauen. Ich muss nicht 80 Kotproben einschicken. Da schreit das Labor auch, weil wenn das jeder macht, ist das Labor überfordert. Sammelkotproben ja, um einen Überblick zu haben. Wenn ich aber fragliche Tiere habe, die gefallen mir nicht, da ist das Haarkleid schier, die haben vielleicht einen Durchfall, wobei nicht die Parasiten immer den Durchfall machen, ein Hämonchus überhaupt nicht. Mhm. Aber so fragliche Tiere, die schaue ich mir dann an. Mhm. Die schaue ich mir an. Die behandle ich dann auch. Wenn es notwendig ist, behandle ich sie. Ja, natürlich. Okay. Das ist die gezielte Behandlung, weil parasitenfrei werden wir nie werden. Mhm. Wir müssen mit den Parasiten leben, wir müssen damit lernen, umzugehen. Herr Leopold, zum Schluss jetzt noch, man redet da relativ viel über alternative Pflanzen, die uns helfen, den Parasitendruck, du sagst immer, leicht zu reduzieren, oder, aber sicher nicht komplett ausschalten. Also Wundermittel haben wir noch keins gefunden, oder? Haben wir nicht. Und die pflanzlichen, unter Anführungszeichen, Entwurmungspflanzen, ist fast ein falscher Ausdruck, weil sie entwurmen nicht. Mhm. Es ist keine Entwurmung. Sie drücken ein bisschen, oder? Es gibt Effekte. Was gibt es, wo ist viel geforscht worden oder wird noch geforscht, ist die Espasette, eine Futterpflanze, die in unserem Breitengraden wächst. Die hat einen erhöhten Gehalt an diesen kondensierten Tanninen. Das ist auch eine sehr polymorphe Wirkstoffgruppe mit Untereinheiten. Und da weiß man aus Untersuchungen, die schädigen mechanisch, durch diese Tannine schädigen die Haut der Parasiten. Dadurch sind die einfach nicht mehr so widerstandsfähig. Es gibt, man hat auch mit Kräutern und Gewürzen was gemacht. Und was immer genau für sekundäre Pflanzeninhaltsstoffe da drin sind, das ist immer ein wahnsinniges Gemisch. Man weiß, manche reduzieren die Fruchtbarkeit der Parasiten. Das heißt, da werden einfach weniger Eier ausgeschieden. Sprich, der Effekt ist, dass die Weide nicht so verseucht wird. Mhm. Aber sie sind nicht wurmfrei. Mhm. Ja? Bei manchen geht das besser, bei manchen geht es schlechter. Bei Reinsubstanzen, was machen wir? Wir schauen sie uns in der Petrischale an. Ja, die Reinsubstanzen, da haben wir teilweise super Wirkungen, wie ein Entwurmungsmittel. Und wenn man es dann verfüttert, ist der Effekt nicht da. Mhm. Weil sie verstoffwechselt werden in Pflanzen wahrscheinlich. Verdauung, puffernde Substanzen dabei. Genau, das weiß man nicht. Was kommt überhaupt an im Labmagen? Kommt die Substanz so an? Kommt sie verändert an? Kommt sie überhaupt nicht an? Das sind dann ein bisschen die Landungen auf der Realität. Mhm. Ja, in der Petrischale bist du super und dann in der Realität ist es nicht so leicht. Ja. Auch die Espasette. Also vor 15 Jahren, wie ich mich da hineingetigert habe in dieses Thema, war die Espasette, da hat die Schweiz viel gemacht, super, und das war so der Hoffnungsschimmer und bis jetzt hat man auch keine Empfehlungen wirklich. Wie füttert man? Man kann es als Heu füttern, als Silage füttern, wie oft, wann, in welchen Mengen, gibt es auch noch keine Empfehlungen. Es ist noch nicht so angekommen. Nein, und es ist auch schwierig, es ist wirklich herausfordernd, weil wir messen, wir haben 1000 Eier im Gramm Kot, Ausscheidung, wenn wir es verfüttern, gehen wir halt auf 500 zurück. So, was heißt das jetzt im Weidemanagement? Ist die Reduktion stark genug, dass ich sage, brauche ich nichts mehr tun, oder? Mhm. Oder eben nicht, oder brauche ich noch immer dann irgendwann die Entwurmung? Also, das ist so vielfältig, so divers, eben nicht schwarz-weiß, dass wir da noch nicht so weit sind. Okay. Aber ich darf zusammenfassen vielleicht ein bisschen, es wird der Druck aus deiner Sicht etwas steigen. Wir werden in höheren Höhen, also auch auf den Almen, vielleicht zunehmenden Parasitendruck haben, weil es milder wird. Ich glaube schon, dass das kommt. Könnten auch Parasiten von anderen Regionen wir uns jetzt einschleppen, ich sage aus den tropischen Bereichen oder so? Nein, das glaube ich nicht. Ich meine, das geistert in den Medien schon herum. Das betrifft aber hauptsächlich jetzt Ektoparasiten. Also Außenparasiten. Also Mensch, Menschen, wie sind wir die
welche, die Tigermücke, die asiatische Tigermücke, oder es sind andere Mücken, die im Mittelmeerraum auftauchen, die halt dann das Denguefieber und so ein bisschen exotische Erkrankungen auch übertragen können, sehe ich jetzt beim Ring oder beim Wiederkäuer nicht so die Gefahr. Okay. Gut, Leopold, danke für das interessante Gespräch zu den Parasiten. Wir waren sehr im Detail bei den kleinen unguten Lebewesen. Ja. Aber wir haben, glaube ich, einen guten Überblick geben können und auch ein bisschen das Bewusstsein geschärft, worauf zu achten ist. Das ist immer wichtig, finde ich, das Bewusstsein, dass sie da sind. Mhm. Je mehr wir weiden, desto wichtiger ist dieser Punkt, dass man ihn einfach beachtet. Ja? Wir werden sie nicht los, wir müssen sie managen. Und da muss man auch immer wieder draufschauen, untersuchen. Managen heißt das vielleicht zum Schluss noch, man kann natürlich diese Untersuchung, man kann aber im Vorfeld auch im Weidemanagement ein paar Dinge machen, Weide das Management, kennt man schon anreißen. Ganz wichtig. Das heißt, Koppel wechseln. Kurz auf der Koppel sein, möglichst lange nicht mehr auf der Koppel sein, so gut das geht, mit unseren Verhältnissen, wie viel Fläche wir haben, welche Region du bist, Gunstlage oder Alm oder Steilflächen, wird schwierig. Wo es geht, natürlich Zwischennutzung, das heißt Heu machen oder Silage machen und erst dann wieder auf diese, frühestens auf diese Feuchtes Weide. Futter mehr Problem als abgetrocknete Weiden. Ja. Sonnenseite günstiger wie Schattseite. Ja, sumpfige richtig. Flächen ungünstiger ganz wie. Schlecht. Sumpfige, ganz schlecht, das ist so. Mhm. Kurzrasenweide möglicherweise durch das tiefere Hinuntergrasen problematischer, durch das UV-Licht. Also zu kurz runtergrasen ist schlecht. Ja. Ja? Das haben wir in deinen Versuchen gesehen. Da nimmt man auch im Verhältnis Kilo Grasaufnahme, nimmt man noch viel mehr Parasiten auf, weil die sind ganz unten einfach. Ja, ja. Ja. Und wenn ein bisschen mehr da ist, nehmen sie zwar auch was auf, aber sie nehmen noch viel mehr Gras auf. Also da ist das Verhältnis auch besser und sie haben einfach mehr Futter. Ja. Das heißt jetzt nicht so hoch, nicht 20 cm, aber wir haben gehabt die 5 oder 8 cm und das sind eklatante Unterschiede. Ja. Und Jungtiere sind empfindlicher wie ältere, zweizömmrige Tiere sind weniger empfindlich wie erstzömmrige. Vielleicht die Frühjahrsweiden sollten im Herbst nicht beweidet werden, bringe ich sie länger drüber. Genau. Wichtig also, wäre, was ich noch sagen will, was nicht immer so einfach und wenn man viel weidet, nicht umzusetzen ist, aber wenn ich im Frühjahr bis in den Juni nicht beweide, dann ist diese Fläche eigentlich parasitenfrei. Das heißt jetzt nicht, die Biobetriebe müssen ja weiden, aber sie müssen auf einen anderen sein und dann springen sie auf diese Fläche. Also wenn ich wirklich Probleme habe, das haben wir auch umgesetzt in einem Betrieb, mit Schafbetrieb mit multiresistenten Parasiten, da haben wir gesagt, der geht bis Ende Juni nicht auf diese Weideflächen, die er da gehabt hat. Mhm. Der war jetzt nicht bio, der war konventioneller. Die waren halt dann im Stall. Ja? Mhm. Aber dann war die Weide frei, parasitenfrei. Mhm. Weil das überleben sie dann doch nicht. Okay. Also ich kann jetzt nicht sagen, ich mache das vom Juli bis im Herbst, da bin ich mir nicht so sicher, aber die sind ja vom Winter, über den Winter schon gekommen, auch wenn gekühlt, funktioniert der Stoffwechsel und braucht auf die Substanzen, die der Parasit da hat, oder diese Larve, und wenn es dann noch bis Ende Juni dauert, dann ist der tot. Ja, okay. Mhm. Das ist auch ein guter Tipp. Das ist so das Potenzial, dass wir haben, die Möglichkeiten. Wir haben ja jetzt gerade eine ÖRG-Broschüre gemeinsam geschrieben, die herauskommt zum Weiden im ersten Lebensjahr bei Jungrindern. Ja. Ist ein wertvoller Tipp vielleicht auch für die Bäuerinnen und Bauern, dass man da ein bisschen sich einliest. Kann man das ein oder andere natürlich auch im Schafziegenbetrieb nutzen. Ist nicht alles gleich, aber sicherlich sehr interessant. Lieber Leopold, danke für das heutige Gespräch und Ihnen zu Hause wünsche ich alles Gute und danke fürs Dabeisein und wir freuen uns, wenn Sie unsere Podcast-Serie auch weiterhin verfolgen. Auf Wiederhören und auf Wiedersehen. Raum der Knochenstein.